So, herzlich willkommen zum zweiten Teil meinen Bahnhof neu gestalten. Das habe ich euch letztes Mal schon erzählt, hier die LED-Beleuchtung neu gemacht. So, der Tunnelbahnhof ist soweit fertig. Zwar noch nicht angeschlossen, auch erstmal provisorisch alles geändert, die Bänke neu gemalt, Bahnsteig neu bemalt, gleich mit gealtert, auch alles neu und auch die Bahnhofsuhr und sowas, das kommt noch alles noch, auch alles blau gemacht, so wie es jetzt im Original auch ist. Was ich noch gemacht habe, sind, seht ihr vielleicht, dieser Waggon, Speisewaggon, das habe ich extra, die Tischdecken weiß gemalt, die Bänke braun, oder Sitzmöglichkeiten, sagen wir so, und noch auf den Tischen Beleuchtung eingesetzt, also eingebaut. Ja. Sagen wir mal so kleine Perlen genommen und dann die als Tischbeleuchtung aufgesetzt. Ja, was ist noch neu? Ist nicht gerade viel neu. Achso, der Zug ist auf jeden Fall neu. Das ist ein ganz alter Zug. Alte Blechwaggons. Ein ganz alter. Naja. Den haben wir auch noch bekommen. Ganz neues Ding. So. So, sonst habe ich weiter nichts zu erzählen. Das war's eigentlich. Außer dass hier über Müll und nichts. So. Und den Bus, den habe ich neu. Neuer alter Bus. Sozusagen. Auf dem Flohmarkt noch schnell günstig geschossen, sozusagen. Ja. Soweit alles. Sonst ist alles beim Alten geblieben. Leider halt momentan nicht so viel Zeit und immer was zu tun. Bleibt leider ziemlich viel anderes auf der Strecke. Naja. So. Also den Speisewaggon habe ich auch noch gemacht. Auch noch mit, der kommt auch noch LED-Beleuchtung. Also innen drin die Tischdecken weiß, Bänke rot und auf den Tischen Beleuchtung noch hingestellt. Sag mal so, das sind ganz kleine Perlen zum Aufziehen eigentlich. Was man früher so gemacht hat, so Perlenketten und sowas. Und das habe ich jetzt, die Perlendinger habe ich sozusagen jetzt benutzt für die Tischbeleuchtung, was man ja heutzutage, was man so auf Speisewagen ja mal sieht. So, naja, das war's eigentlich schon. Und auch eine neue Beleuchtung hier eingebaut, LED-Beleuchtung. Naja. Soweit alles erzählt und gemacht. Und besucht meinen YouTube-Kanal, da würde ich mich drüber freuen. Schreibt Kommentare oder was euch positiv aufgefallen ist oder negativ. Ja, ich wünsche euch dann noch weiterhin alles Gute. Und das habe ich auch noch gealtert. In den alten Kran hier, ein Kohlekran, und das auch noch, den alten Blechschuppen da mit Sand drauf dann drin, den habe ich extra noch gealtert. Naja, so ein
das habe ich schon gemacht. Es kommt immer alles so nach und nach. Leider kann man nicht alles auf einmal machen, denn sowas ist auch zeitaufwendig und naja, man muss auch immerhin nebenbei noch arbeiten gehen. Ne?